Moin in Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier liegen 37925, eine Baureihe 042 von Märklin. Die hat schon vorher mal einen Lok Sound V5 bekommen. Und nach den doch sehr erfolgreichen Tests mit der neuen Digitalkupplung von ESU möchte ich auch versuchen, in diese Lok eine Telex-Kupplung einzubauen. Und dabei könnt ihr mich begleiten. Ob wir das Kabel in den Tender eingeführt kriegen und Anschlüsse finden, das werden wir einfach mal rausfinden. Im Idealfall können wir die Attrappe abheben oder die Kappe vom Tender, können diese beiden Schrauben hier lösen. Und legen das beiseite. So, wir haben jetzt hier schon eine Kabeldurchführung für das scheinbar rote Kabel. Müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle, ich suche jetzt Anschlüsse hier auf der Platine, die frei sind, also AUX2 und Decoder Plus wird favorisiert, und versucht das Kabel einzuführen. Und wenn ich das alles erledigt habe, dann schauen wir das uns wie immer gemeinsam an. Ja, die Kupplung ist eingebaut. Kabel leider wieder zu kurz. Ich habe mir wieder den blauen weiß markiert, damit ich das nach dem Einbau hier durch das Loch, also man muss unten das Drehgestell kurz leicht anschrauben, dann kann man die Kabel hier durch das Loch ziehen, kann die verlängern. Und was auch gut ist, ich muss mal gucken, ob ich das einfangen kann, das ist die falsche Seite. Wir haben hier an dem Pin Decoder Plus und genau daneben ist AUX2, habe ich rausgemessen. Das heißt, da schließen wir die jetzt an. Ja, angelötet sieht das dann so aus. Also nichts Besonderes. Wir haben die ein bisschen länger gelassen, die Kabel, und können jetzt hier die Platine wieder aufsetzen. Den Decoder gleich wieder stecken, weil den nehme ich immer zum Messen natürlich raus. Bauen wir zusammen und gucken uns das Ergebnis gemeinsam an. Sorry, es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Der grüne muss auf diesem Pin hier, das AUX2, hier ist AUX3, da ist ein Logikpegel drauf. Deswegen nochmal der kleine Einwand vom Testleist, das ist beim Testen eben aufgefallen. Der grüne muss also hier rauf, auf den Pin. Und dann funktioniert das auch super wieder. So, dann bis gleich. Da ist das gute Stück. Ihr seht wieder ein Wagen ankoppeln. Ast rein das Ding. Wieder eine weitere Lok. So macht Telex-Kupplung wirklich Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Projekt findet ihr immer wieder auf meiner Homepage zum Download, damit ihr abgucken könnt, was ich eingestellt habe in den ESO-Projekten. Das ist alles kein Geheimnis bei mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.